Was wir heute machen, ist Vereinsrecht. Vereinsrecht hat viele Aspekte. Und wenn man so ein dickes Buch schreiben kann, kann man sich schon denken, dass es ganz viele Aspekte gibt. Dieses Buch hat drei Autoren. Einer steht vor Ihnen und einen werden Sie am Nachmittag noch hören, den Magister Lummersdorfer, der den steuerrechtlichen Teil hier geschrieben hat. Lummersdorfer ist die Autorität im Bereich Vereinssteuerrecht, insbesondere Gemeinnützigkeitssteuerrecht. Wir werden natürlich heute nicht genug Zeit haben, das gesamte Vereinsrecht in allen seinen Tiefen ergründen zu können. Ich habe jene Teile herausgehoben, die erfahrungsgemäß am wichtigsten sind oder am meisten nachgefragt werden, was nicht heißen soll, dass Sie nicht alles, was Ihnen einfällt, hier thematisieren können. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie sie. Erfahrungsgemäß sind mindestens 5 andere Leute im Raum über jede Frage froh, die gestellt wird, weil sie diese Frage eigentlich auch hatten. Ich lerne auch immer was dazu bei Fragen. Wenn Sie etwas ansprechen, was eh später im Plan ist, dann sage ich das, da komme ich noch hin, aber ansonsten werde ich froh sein, auch wenn Sie eigene Erfahrungen zum Besten geben. Jeder Art, aber insbesondere mit Vereinsrecht natürlich. Jetzt schauen wir mal, also wir haben da so eine richtige Straße aufgebaut, wie Sie sehen, und wir schauen, dass Sie da nicht aus der Kurve fliegen. Das ist ein ganz trickreiches Programm. Das ist der Plan. Wir werden also zuerst über die Statuten des Vereins reden. Unterschätzt, ich schreibe deswegen die oft unterschätzten Statuten des Vereins, weil die Leute meistens hier aus dem Internet irgendwelche Statuten holen oder noch herausfordernder mehrere Statuten und die dann zusammenstoppeln. Ohne sich vorher zu überlegen, was will ich eigentlich mit meinem Verein, wie soll der aufgestellt sein. Statuten sind nicht nur eine Lästigkeit, die man halt braucht, damit man einen Verein hat, sondern sie sind etwas Gestaltbares, das man gestalten soll. Dazu spreche ich dann. Dann reden wir darüber, wie ist das mit dem Verein als Unternehmer. Darf er Gewinn machen? Unternehmen machen Gewinn, aber es heißt doch Idealverein. Wie ist dieses Spannungsfeld? Sehr beliebt ist die Frage nach der Haftung, der wir uns daher auch widmen werden. Dann werden wir darüber reden, was macht eigentlich das Leitungsorgan, und oft gibt es einen Geschäftsführer, wie schaut da die Aufgabenverteilung aus. Dann reden wir ein bisschen was über Streitigkeiten, und wenn uns noch Zeit bleibt, lösen wir den Verein dann auch noch auf. Wir fangen an mit den Statuten des Vereins. Sie haben jetzt noch kein Skriptum vor sich, aber das macht gar nichts. Aber wir haben da eine großartige Folie. Schauen wir, ob wir es herkriegen. So, da ist sie. Und lesbar auch noch. Im Vereinsgesetz steht also drinnen, was in den Statuten des Vereins zu regeln ist. Das ist mehr eine Checklist als eine wirklich inhaltliche Vorgabe. Das Gesetz sagt Ihnen also, was Sie regeln müssen, es sagt Ihnen aber nur sehr wenig, wie Sie es regeln müssen. Das ist für Leute, die gern gesagt kriegen, was sie tun sollen, schwierig. Für Leute, die gerne kreativ sind, eine positive Herausforderung. Also das Gesetz ist ein solches für Menschen, die gern kreativ sind. Die Kreativität beginnt beim Namen. Das Gesetz sagt, aus dem Namen muss erkenntlich sein, was der Verein tut, was sein Zweck ist. Natürlich kann man aber auch eine Fantasiebezeichnung beisetzen. Wenn Sie also einen Sparverein gründen wollen, dann können Sie ihn schon Sparverein nennen. Das wird nicht sehr individuell sein, also nennen Sie ihn vielleicht Sparverein die fleißigen Eichhörnchen. Das geht. Nur die fleißigen Eichhörnchen wäre zu wenig, weil dann nicht erkennbar ist, was der Zweck des Vereins ist. Es sei denn, es handelt sich um einen Zusammenschluss von Eichhörnchen, was aber unwahrscheinlich ist. Also gut. Der Name muss sich auch von anderen Vereinen, die sozusagen am Ort sind, am Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Vereinsbehörde unterscheiden. Das bringt man schon zusammen. Das ist keine Schwierigkeit. Sitz, ja, nur die Gemeinde, nicht die genaue Adresse. Gemeinde reicht. Auch kein Problem.
Zweck, jetzt wird es interessant. Der Zweck des Vereins ist seine Vision, seine Mission, ist quasi ein kurz gefasstes Mission Statement, ist aber nicht das, was er dann wirklich im Detail tut. Das kommt später hin, nämlich bei den Tätigkeiten, die hier als vierter Punkt sind. Der Zweck ist, ob das jetzt was mit Entwicklungshilfe zu tun hat, ob das was, was weiß ich, Förderung der Volkskultur im ländlichen Raum ist, ob es Erforschung der Bierkultur ist. Also das kann was Wissenschaftliches, was Politisches, Gesellschaftspolitisches, Künstlerisches, Soziales, Sportliches, ob das, was weiß ich, Zweck des Vereins ist Betreiben und Förderung des Fußballsports. Ja, geht, Punkt, mehr brauche ich nicht. Ja? Was nicht gut ist, und wenn der Verein gemeinnützig sein soll, dazu komme ich gleich, schon gar nicht gut ist, ist die klassische Zweck-Mittel-Vermischung, wo ich also die Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks schon in den Zweck hineinschmeiße. Also ich habe einen Verein, der beabsichtigt, die Aufklärung der Bevölkerung über gesunde Ernährung und die Verbreitung des Wissens über gesunde Ernährung. Gut. Und damit er den Leuten gleich praktisch zeigen kann, was er sich unter gesunder Ernährung vorstellt, betreibt er auch sozusagen so eine Vorzeige-Bio-Kreislerei. Ist in Ordnung, kann er. Aber wenn ich das Betreiben der Kreislerei in den Zweck hineinschreibe, das ist nicht gut. Denn die Kreislerei ist natürlich unternehmerische Tätigkeit und unternehmerische Tätigkeit ist dem Verein zwar erlaubt, aber nicht als Zweck, sondern nur als Unterstützung seiner ideellen Tätigkeit. Daher, die Tätigkeiten kommen in einen eigenen Paragraphen, in einen eigenen Punkt der Statuten, aber haben im Zweck nichts verloren. So, jetzt habe ich gerade das Wort Gemeinnützigkeit verwendet. Das ist, da sollten wir ein paar Worte dazu sagen, Schwerpunkt ist es dann am Nachmittag. Gemeinnützigkeit ist eine steuerliche Privilegierung. Gemeinnützigkeit ist in der Bundesabgabenordnung geregelt, kurz BAO, und dort in den Paragraphen 34 fortfolgende, und privilegiert gemeinnützige, kirchliche und mildtätige Zwecke. Wie diese Privilegien ausschauen, natürlich im Sinn von weniger bis keine Steuerzahlen, erklärt Ihnen der Magister Lummersdorfer am Nachmittag. Wesentlich ist einmal eines: Nicht jeder Verein muss gemeinnützig sein und gemeinnützig können nicht nur Vereine sein. Gemeinnützig können nur juristische Personen sein. Es gibt also gemeinnützige GmbHs, es gibt gemeinnützige Privatstiftungen, es gibt jetzt seit der Neufassung des Bundesstiftungs- und Fondsgesetzes überhaupt die gemeinnützige Stiftung. Theoretisch ist auch eine gemeinnützige Aktiengesellschaft vorstellbar, kennen durch sie nicht. Aber gemeinnützige GmbHs gibt es, gar nicht so wenige. Wesentlich für die Gemeinnützigkeit ist keine Gewinnerzielungsabsicht und gemeinnützige Tätigkeit. So, ein Verein muss ein Idealverein sein. Das heißt, er darf nicht auf Gewinn gerichtet sein, er muss ideelle Zwecke haben. Gemeinnützig muss er deswegen nicht sein. Also, wenn Sie einen Verein gründen zum Tarockieren, ja, Verein der Tarockfreunde, okay, ja, ideelle Zielsetzung, also nämlich nicht wirtschaftlich, nicht kommerziell, nicht unternehmerisch, aber gemeinnützig ist das nicht. Das nutzt den paar Hanseln, die da tarockieren, sollen sie, aber mit Gemeinnützigkeit hat das nichts zu tun. Mit Gemeinnützigkeit hat auch nichts zu tun, wenn Sie einen Verein zur Verfolgung wirtschaftlicher Interessen gründen. Also, viele wirtschaftliche Interessenvertretungen, was weiß ich, ja, stellen wir uns vor, einen Verein der Holzindustrie oder einen Verein der Aluminiumfenstererzeuger und Vertreiber. Ja, kann man gründen. Einen Verein der Fliesenerzeuger oder wo ich zusammenschließe Fliesenerzeuger und Fliesenhändler und Fliesenforscher oder was auch immer. Ja, alles okay,
ist keine unmittelbar unternehmerische Zielsetzung. Also mit dem Verein wird nicht Geld verdient, aber es ist keine gemeinnützige Zielsetzung. Das ist im wirtschaftlichen Interesse derer, die sich dort zusammengeschlossen haben. Geht, aber ist nicht gemeinnützig. Gut? So, was haben wir weiter? Und dann kommen wir schon zu den Tätigkeiten und zu den finanziellen Mitteln. Was also die Statuten auch ausweisen müssen, ist die Tätigkeiten zur Erreichung des Vereinszwecks, oft auch bezeichnet als ideelle Mittel, bitte. Ja, klar, ich bin froh. Eine Definition für Gemeinnützigkeit. Nachmittag, Lummersdorfer. Ja? Es gibt ganz viel, es gibt eigene Vereinsrichtlinien, die sich dann damit beschäftigen. Ja? Ganz allgemein kann man sagen, gemeinnützig ist das, was sozusagen der Gesellschaft nützt oder einem Teil der Gesellschaft. Also Sie können einen Verein gründen, der sich widmet der Erforschung und Bekämpfung einer ganz seltenen Krankheit, von der statistisch nur 0,5% der Bevölkerung betroffen sind. Trotzdem nützt es der Gesamtgesellschaft, weil man weiß nicht wer. Theoretisch könnte es an jeden treffen. Also es ist nicht gesagt, dass sozusagen jeder Österreicher und jede Österreicherin davon profitieren muss, aber könnte. Also auch bei einem Sportverein, der ist offen. Ja, natürlich wird nicht jeder Österreicher bei dem einen Sportverein Mitglied sein, aber theoretisch ist er offen. Ja? Gut. Zu den Tätigkeiten zur Erreichung des Vereinszwecks. Dort liste ich auf, was der Verein jetzt wirklich praktisch tut. Also er wird Versammlungen abhalten, er wird eine Bibliothek haben, er wird Publikationen herausgeben, er wird eine Website haben, er wird Lehrveranstaltungen machen, er wird Kurse abhalten, er kann, ne, dann, was weiß ich, die Sportvereine werden Jugendarbeit betreiben, werden vielleicht auch Betriebe haben. Solche Betriebe können sein, Betriebe, die dazu da sind, den Zweck unmittelbar zu erreichen. Also ein Kulturverein etwa wird ein Lokal haben oder wird ein Theater Räumlichkeiten haben oder vielleicht wieder ein Kino haben oder was auch immer. Kommen Sie, die erste Reihe wartet auf Sie. Unterlagen gibt es auch noch, die werden erst gerade kopiert. Ja? Also bis jetzt haben es nur einige Privilegierte. Also der Betrieb eines Theaters für einen Theaterverein ist das, was man einen notwendigen Zweckbetrieb nennt. Den braucht er, um seinen Zweck zu erreichen. Das schreibe ich natürlich hinein. Ein Fußballverein wird vielleicht auch eine Kantine betreiben. Das braucht er nicht, um seinen Zweck, der der Sport ist, zu erreichen. Aber erlaubt ist es. Es ist auch erlaubt, dass er dort Gewinne macht. Aber die müssen letztlich unterm Strich dem ideellen Zweck des Vereins, nämlich dem Sport, zugutekommen. Also, das, was er durchs Bierverkaufen einnimmt, gibt er aus für Leiberln, für die Sportler sozusagen. Ja, dann stimmt es wieder, dann passt es wieder. Kritisch wird es erst, wenn das Ganze ein Wirtshaus mit angeschlossener Fußballmannschaft wird. Ne? Also, wenn sozusagen die Nebentätigkeiten sich so in den Vordergrund drängen, dass der Verein ist eigentlich nur mehr ein Wirtshaus. Ja? Und am Abend geht der Wirt mit seinen Kindern Fußball spielen vielleicht. Also das ist es dann nicht mehr. Das ist ganz sicherlich nicht mehr gemeinnützig und in Wahrheit ist es auch eine Rechtsformverfehlung. Dafür ist der Verein dann auch nicht da. Was man außerdem noch in den Statuten aufführen muss, sind die finanziellen Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks. Also wo kommt das Geld her? Klassisch Mitgliedsbeiträge, Beitrittsgebühren, Spenden, Schenkungen, Erbschaften, aber vielleicht auch Sponsoring, vielleicht auch Charity-Veranstaltungen, vielleicht auch Erträge aus einer Beteiligung an Kapitalgesellschaften. Es ist einem Verein erlaubt,
sich an Kapitalgesellschaften zu beteiligen, sich überhaupt an Gesellschaften zu beteiligen, im Gemeinnützigkeitsbereich, aber nur an Kapitalgesellschaften, nicht an Personengesellschaften. Warum wird man sowas machen? Zwei Gründe. Erstens, ich habe einen gemeinnützigen Verein und der betreibt, sagen wir, wir haben einen gemeinnützigen Verein, einen Kulturverein, der betreibt ein Museum. Jedes Museum, das auf sich hält, hat heutzutage einen Museumshop. In diesem Museumshop, okay, die machen auch sowas, verkaufen sie Ansichtskarten, wo Exponate des Museums drauf sind, Museumskataloge, Kataloge zu gerade laufenden Ausstellungen und so. Gut. Irgendwann kommen sie drauf, da kann man aber mehr Geld verdienen und verkaufen Merchandising-Artikel. Häferl mit dem Museumslogo, T-Shirts mit dem Museumslogo, Coolies mit dem Museumslogo, Federpinale mit dem Museumslogo, Regenschirme mit dem Museumslogo, dann auch noch andere Bücher, die irgendwie einschlägig sind zur Thematik. Und irgendwann einmal hat es ein Ausmaß angenommen, das eigentlich mit der ideellen Tätigkeit des Vereins gar nichts mehr zu tun hat. Aber das bringt Geld. Aber es haut mir sozusagen die Gemeinnützigkeit zusammen, weil das, also Regenschirme verkaufen, ist nicht gemeinnützig. Daher werde ich was tun. Ich gründe eine GmbH. 100%ige Mutter ist der Verein. Und der lagert diese gemeinnützigkeitsschädlichen Tätigkeiten, in dem Fall den Museumsshop, in die GmbH aus. Die macht es als ganz normal gewinnorientierter Betrieb, was kein Problem ist. Die Gewinne, die übrig bleiben, kriegt der Verein ausgeschüttet, was steuerlich, nämlich gemeinnützigkeitssteuerlich, auch kein Problem ist. Das sind Erträge aus Beteiligungen, das darf er. Aus Erträge aus Vermögensverwaltung. Es darf sogar der Vereinsobmann, Geschäftsführer der GmbH sein. Ist auch kein Problem. Also das ist ein wesentlicher Grund, warum man derartige Auslagerungen machen wird. Der zweite Grund kann sein, dass man strategische Allianzen bilden will. Also ich möchte mir einen Investor hereinholen. Ich habe irgendwie größere Projekte. Der Museumsverein muss einen Neubau dazu machen. Dazu hat er das Geld nicht. Aber es gibt jemanden, der hätte Interesse, da einzusteigen, warum auch immer, findet das eine gute Sache. Aber jetzt in einem Verein kann ich schon einsteigen als Mitglied, aber mir gehört nichts an einem Verein. Das ist das Wesentliche am Verein, dass er eine juristische Person zwar ist, aber eine, an der es keine Anteile gibt. An einer Aktiengesellschaft können Sie Aktien haben. Je nachdem, wie viele Aktien haben, so viel von dem Unternehmen gehört Ihnen. Eine Aktie ist ein Anteilsschein. An einer GmbH können Sie Geschäftsanteile haben. Sie können 100% oder weniger haben, aber das gehört Ihnen. Darüber können Sie verfügen. Das können Sie jemand anderem verkaufen. Sie können es teilen, Sie können einen Teil davon verkaufen, etc. An einem Verein gibt es keine Anteile. Der Verein hat zwar Mitglieder, aber ähnlich wie die Stiftung gehört sich der Verein selbst. Auch an einer Stiftung, Privatstiftung oder gemeinnützige Stiftung, gibt es keine Anteile. Das darf man nicht vergessen. Daher ist der Verein für unternehmerische Tätigkeit auch nicht wirklich ideal. Also zumindest die Kanzlei ist einmal einer gekommen und hat gesagt, ja, ihr gehört ein Fitnesscenter, das möchte er verkaufen. Bis wir dann draufgekommen sind, es gehört ihm nicht. Er ist der Obmann eines Vereins und seine Frau ist die stellvertretende Obfrau und der Bauer ist der Kassier und das sind schon die drei Mitglieder und aus und sie betreiben das halt und was dort an Geld übrig bleibt, das stecken sie ein. Das ist ein klassischer Fall einer Rechtsformverfehlung. Aber wie verkaufe ich jetzt das Fitnesscenter? Also ich kann Ihnen sagen, wie es wirklich funktioniert. Man findet den Anführungszeichen Käufer und sagt ihm, okay, du kannst jetzt der Vereinsbehörde schreiben, du bist der neue Vorstand.
Und unter der Pudel wandert der Anführungszeichen Kaufpreis. Ja? Ideal ist das nicht. Also es ist steuerlich nicht ideal, es ist in keiner Weise ideal. Ja? Aber deswegen sage ich Menschen, die unternehmerische Tätigkeit in Gestalt eines Vereins machen, sage ich, ja okay, vielleicht für einen Anfang, aber wenn sich das entwickelt, dann müsst ihr das in eine GmbH einbringen. Denn das Unternehmen schafft Werte, auch immaterielle Werte. Ich habe Kundenbeziehungen, ich habe einen guten Ruf des Unternehmens, ich kann das nicht verwerten. Ja? Jetzt haben Sie 5 Leute zusammengeschlossen, die machen da ihre Biokreislerei als Verein. Was ist, wenn einer aussteigt? Dann sagen die anderen, ja, kannst eh gehen. Baba und voll nicht sozusagen. Ja, hübsch. Dann sagt er, ja, aber ich habe doch mitgearbeitet an dem Wert, der hier geschaffen wurde. Die Biokreislerei floriert, macht Umsatz. Sagen die, ja, aber dir gehört doch nichts aus. Ja? Also schon aus diesem Grund, man kann dort nicht mehr raus. Also man kann schon raus, aber man lässt alles los, was man dort jemals geschaffen hat. Und daher ist das irgendwie nicht die ideale Form, ein Unternehmen zu betreiben. Was nicht heißt, dass der Verein nicht dennoch unternehmerisch tätig sein kann. Kann er schon. Aber sozusagen, ans Geld sollte man dabei nicht denken. Nur ans Geld des Vereins, das er halt da verdient, mit seinem Bookshop, mit seiner Biokreislerei, mit der Kantine vom Fußballverein. Aber das Geld bleibt im Verein und wird für ideelle Zwecke wieder verwendet. Alles klar?